life. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving. Morgen Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wie ihr sehen könnt. Ich habe mich mal heute aufgerappelt und ich bin geschminkt. Ich bin jetzt gerade in dem Chaoszimmer, was wir nicht zu Ende machen konnten, weil Corona. In unserem Urlaub waren wir nicht da, also waren wir schon. 2 Tage waren wir noch nicht da, aber da hat es ja schon ein bisschen angefangen mit Corona. Deswegen, und Pascal geht es nicht so gut, dass wir jetzt das Ganze hier entrümpeln können. Vor allem dürfen wir die Wohnung auch nicht verlassen, deswegen nützt es nichts. Ich habe heute ein bisschen was Schickeres angezogen und das echt dumm mit einem blöden BH kombiniert. Ich kann euch das mal zeigen. Aber ich glaube, ihr könnt nichts sehen. Das ist das hier. Das ist so ein Zweiteiler, also von Shein, keine Ahnung, wie das heißt. Klar, ich könnte jetzt noch einen anderen BH anziehen, aber irgendwie, das ist mein Lieblings-BH und der ist so bequem und mit dem kann ich den ganzen Tag rumlaufen und der drückt nirgendwo und deswegen, ja, ich wollte diesen BH anziehen, ich wollte aber auch unbedingt das anziehen. Also musste jetzt beides dran glauben. Ja, ich habe hier normalerweise noch so ein Schnürgedöns, aber das lasse ich heute weg. Ich finde das ehrlich gesagt eigentlich ganz hübsch und das war auch überhaupt nicht teuer. Ja, ich war heute schon so ein bisschen fleißig. Ich habe mich ja geschminkt, ich habe davon eine Maske gemacht, ich habe meine Haare ein bisschen gepflegt, wie ihr am Anfang gesehen habt. Das war so ein Öl, was ich von meiner Mutter bekommen habe, so ein russisches Öl, keine Ahnung, weil ich habe voll richtig dichtes, langes, voluminöses Haar gehabt und jetzt habe ich einfach nur noch dünnes, runterhängendes Haar. Und ja, mir fehlt aber soweit nichts, soweit ich jetzt informiert bin. Ich habe keine Ahnung, aber meine Haare fallen mir wirklich aus wie nichts Gutes. Ja, was steht heute an? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall gleich ein Video für euch drehen, denn ich mache jetzt gleich das Video DM vs. Rossmann. Ich habe 7 Produkte hier zu Hause gefunden. Okay, eigentlich nur 6, aber das 7. wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen. Da habe ich jetzt nur von einem Drogeriemarkt nur ein Produkt da gehabt. Ein Duschgel von Isana hatte ich nur. Ich hatte kein Duschgel mehr von DM, so. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe immer Duschgel von DM da. Heute mal nicht. Also, trotzdem wollte ich das mit reinnehmen. Und ich habe ja gesagt, dass ich so ein Video gerne drehen möchte. Und ich kann das ja leider hier nicht verlassen. Aber ein paar Sachen hatte ich da und dachte mir nur so, 7 Sachen werden schon reichen für ein Video. Wenigstens so ein paar. Ja, ansonsten, mein zweites Diamond Painting Bild ist fertig. Ich kann euch das gleich mal zeigen, sobald Pascal fertig ist mit Telefonieren. Mir geht es soweit gut. Also ich habe irgendwie nicht mehr viel. Klar, ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen und ich huste ab und zu noch. Geruchs- und Geschmacksverlust ist zu 90% immer noch weg. Pascal geht es aber leider überhaupt nicht gut. Der hustet, Leute, das ist nicht normal. Der ist auch noch Asthmatiker. Also da mache ich mir langsam ein bisschen Sorgen. Und deswegen ruft er jetzt gleich nochmal beim Hausarzt an. Vielleicht kann der ihm noch irgendwie helfen. Weil das hört sich alles aber nicht gesund an. Ja, und dann fange ich vielleicht heute das 3. Bild Diamond Painting an. Und dann muss ich mir noch Bilderrahmen bei Amazon bestellen. Und jetzt habe ich mal nur kurz noch eine Frage an euch. War das gerade dumm? Ich habe mich nebenbei doch voll versprochen. Hättet ihr mal Bock, dass ich so vielleicht bei Bonprix oder so bei irgendeinem anderen Shop bestelle und ganz viele Sommerkleider bestelle oder ganz viele Bikinis bestelle? Weil ihr seht, ich bin nicht komplett dünn, aber vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Dann würde ich halt mal sowas machen, so ganz viele Bikinis bestellen und euch mal zeigen, wie die an mir sitzen oder ganz viele Kleider bestellen und euch zeigen, wie das an mir sitzt und ob es gut oder schlecht ist. Ich werde vieles davon bestimmt auch behalten. Deswegen, wenn ihr da Ideen habt, wo ich bestellen soll, Bonprix, was gibt es da, Shein, H&M, Asos oder sonst wo, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich wäre da mal sehr dankbar drüber. Und ob ihr überhaupt darauf Bock hättet. Das wäre jetzt so das Zweite. So Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe Hunger bekommen. Ich habe mir jetzt gerade einen Salat gemacht.
Und ich warte jetzt gerade, bis Pascal fertig ist mit Labern, damit ich das Video drehen kann. Weil er zockt ja im Wohnzimmer jetzt, weil wir den Schreibtisch vom dritten Zimmer ins Wohnzimmer rübergebracht haben, damit wir halt mehr Zeit miteinander verbringen, weil so sind wir immer getrennte Wege gegangen und das Wohnzimmer war halt Luft und Liebe, gar nichts. Keiner hat sich in diesem Raum aufgehalten, weil ich war dann im Schlafzimmer und Pascal ist dann halt in seinem Zockerzimmer gewesen. Deswegen haben wir halt aus dem Wohnzimmer halt noch seinen Zockerraum gemacht, weil ja, jetzt verbringen wir halt einfach mehr Zeit. So, gerade eben war ich am Wohnungen suchen. Wie viele wissen, ich wohne in Moers. Das ist halt irgendwie rausgekommen. Ein paar Zuschauer haben erraten, wo ich wohne. Ist jetzt halt so. Ich möchte gerne umziehen. Einfach, weil hier keine Haustiere erlaubt sind. Das ist einfach der größte Faktor, weswegen ich umziehen möchte und lange schon umziehen möchte. Ich möchte gerne einen Hund haben. Ich bin mein ganzes Leben mit Hunden aufgewachsen, mit zwei, mit dem Hund von meiner Tante, mit Tessie, beziehungsweise von meiner Cousine und meinem Onkel und mit unserem Hund von meinen Eltern. Der gehörte früher meinen Großeltern, aber als sie verstorben sind, ist er halt zu meiner Mutter rübergegangen. Wir wollten den nicht ins Tierheim stecken, es ist unsere Familie, dieser Hund gehört zur Familie, wie ein eigenes Kind, das wollten wir nicht abgeben. Und der Hund ist auch schon mittlerweile 16 Jahre alt, ich liebe ihn, Bugs. Mein kleiner süßer Stinky. Und ja, ich wünsche mir einfach so, so sehr einen Hund. So unglaublich. Ich habe auch die Zeit für einen Hund, deswegen. Ja, aber das ist nicht der größte Punkt, warum wir, mit einer der größten Punkte doch, warum wir umziehen möchten. Hier einfach das Badezimmer in der Wohnung, die Türen in der Wohnung, das regt mich einfach alles auf. Dieses Haus ist alt, damals war uns das total egal, in welche Wohnung wir ziehen. Hauptsache, wir ziehen irgendwo hin, weil wir hatten das super, super eilig. Weil 400 Kilometer entfernt nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen, wir brauchten halt schnell eine Wohnung. Sehr schnell. Und da hat sich halt die hier ergeben. Das war die erste, wo wir eine Zusage bekommen haben. Haben wir direkt gesagt, jo, ja, klar, das machen wir. Die Wohnung nehmen wir. Aber mittlerweile regen mich halt so ein paar Sachen auf. Die Türen sind super, 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 super alt. Die quietschen, die, wenn man irgendwo Fenster auf hat und einen Durchzug hat, dann klappern die richtig. Oder im Badezimmer haben wir die Lüftung, da pfeift es jedes Mal durch. Im Badezimmer ist der PVC-Boden sogar kaputt. Nur, wir kriegen keinen neuen, den müssen wir selber bezahlen, obwohl eigentlich der ist kaputt. Theoretisch müsste der Vermieter uns einen neuen geben, also einen neuen verlegen. Da wird es wahrscheinlich noch Stress geben, weil ich will unbedingt einen neuen da rein haben. Der ist kaputt, den kann man wirklich so abziehen. Und ja, das sind einfach so kleine Sachen, die mich übel, übel aufregen. Und darauf habe ich keinen Bock mehr, deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir vielleicht irgendwo anders eine Wohnung finden. Klar, meine Ansprüche sind höher, aber dementsprechend bin ich auch bereit, mir Miete zu zahlen. Aber ja, erstmal was finden. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es übel schwer, eine Wohnung zu finden. Auf dem Dorf, wo wir gewohnt haben, in Niedersachsen, da war das super einfach, Leute. Super, 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 super einfach. Hier verlangen die ja Kaution bis zum Mond für eine Wohnung. Ach, nee. Wenn ich schon manchmal sehe, wenn ich mir die Wohnungen angucke, totale Bruchbude und dann steht da 1500 Euro Kaution, denke ich mir so, hier oben bestimmt nicht. Oder so übelst hohe Mondpreise an Mieten. Also denke ich auch manchmal so, noch katastrophaler als in der Wohnung, wo wir jetzt wohnen. Und dann 800 Euro Miete, denke ich mir auch nur so, nee, bestimmt nicht. Pascal, dein Baguette ist fertig, wir sehen uns später. So, ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. Ich habe jetzt einfach ein T-Shirt angezogen und hier so eine Leggings von Kick mit Spitze unten. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Es ist doch sehr kalt. Deswegen musste etwas anderes her. Also, that's it. Das ist der Boden bei uns. Ups, Kamera kurz berührt. Und da fängt das an, Leute. Sagt mir bitte, das sieht noch in Ordnung aus. Das kriege ich alles nicht mehr ab, wirklich. Das klebt irgendwie, das ist eklig. Darunter sammelt sich jetzt öfters schon mal Schimmel. Und das kann man einfach nicht mehr retten. Das ist abgenutzt, sorry. Weiß ich, wie lange der hier schon so ist. Und dann haben wir, Moment, hier ist das PVC einfach schon gebrochen. Die haben es hingekriegt, in jedem anderen Raum Laminat zu legen. Oder wahrscheinlich waren das die Vorbesitzer hier. Aber im Badezimmer haben die es wohl nicht geschissen bekommen. Ja, Leute, ich habe euch das jetzt einfach mal gezeigt im Badezimmer. Es ist nicht appetitlich, nicht schön, aber das ist nun mal eine Tatsache. Es ist halt nun mal so, wie es ist. Deswegen habe ich euch einfach mal gezeigt.
Ich bin gespannt, wenn wir aus der Quarantäne raus sind, werden wir auf jeden Fall unserem Hausverwalter schreiben und dem das berichten. Und dann soll er zusehen, dass der neue PVC reinkommt. Und wenn er dann mit der Antwort kommt, ja, das müssen Sie aber selber erneuern, dann werde ich dem sagen, nein, muss ich nicht, weil das ist abgenutzt und alter PVC und der ist kaputt und das läuft nicht auf meine Kappe und ich werde ihm sicherlich nicht einen neuen PVC-Boden kaufen. Deswegen sieh zu, dass der neue reinkommt, weil bei abgenutztem Boden muss der Vermieter dafür sorgen, dass ein neuer Boden reinkommt. Hast du den Wunsch, selber den Boden zu erneuern, obwohl der noch gut aussieht? Ja, dann musst du den halt auch selbst bezahlen. So, bei uns ist es aber der Fall. Wir können ja nichts für, er ist kaputt, er ist abgenutzt, vorbei. Sollen zusehen, dass er neu reinkommt. Ist mir egal welcher. Ja, oh, ich bin gespannt, wie das alles endet, auch wenn ich hier raus möchte. Aber ich will jetzt nicht die letzten 6 Monate, bis wir irgendwas finden, wer weiß, wann wir was finden, mit so einem Boden hier wohnen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht und das möchte ich nicht und das will ich nicht verantworten. Pascal ist Asthmatiker und mit Schimmel auch noch dabei. Nee. Nee, das läuft leider nicht, das geht nicht. Nee. Nee, nee. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was ich heute noch machen soll. Ich gammel heute eben den ganzen Tag nur. Was soll ich auch anderes machen? Ich bin überhaupt froh, dass ich mich mal geschminkt habe oder irgendwas anderes. Ja, ich habe mich gerade noch mal kurz mit Pascal unterhalten, wegen Wohnung und sowas. Und dann ist uns noch die Geschichte eingefallen, die uns unser Nachbar mal erzählt hat. Der Nachbar, der neben uns hier wohnt, genau gegenüber, da hat vorher eine Frau gewohnt. Und die Frau wohnt 2 Stockwerke jetzt unter uns. Die ist nach unten gezogen, weil die schon etwas älter ist. Und die können halt nicht mehr in den dritten Stock nach oben laufen. Wegen dem Mann irgendwie sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die erzählt, als sie da ausgezogen sind, haben die nochmal die ganze Wohnung renoviert. Boden, Badezimmer gefliest, komplett die Türen, alles neu gemacht. Die Wohnung drüben sieht so top aus, wirklich so schön. Und dann erzählt die so, ja, das mussten wir. Wir haben einfach die ganze Wohnung neu renoviert. Der hat gesagt, wir haben jetzt da so lange gewohnt, jetzt muss eine Erneuerung her. Das haben wir alles selber bezahlt. Ich so, seid ihr geisteskrank? Das weiß ich noch, die Unterhaltung damals. Da habe ich erstmal gedacht, seid ihr doof? Das müsst ihr sicherlich nicht bezahlen. Und ich vermute, dass das so ein bisschen die Masche von denen ist. Ja, nee, das müsst ihr machen. Ja, okay, gut, wenn wir das machen müssen, dann bezahlen wir das einfach. Wenn man wirklich drauf reinfällt und nicht weiß, was seine Rechte sind und worauf man, wo man sein Recht bekommt und wo nicht, dann selbst schuld, wenn ihr das Geld dafür aus dem Fenster schmeißen wollt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das drüben nicht gerade günstig war, alles zu bezahlen, aber wenn man es machen möchte und wenn man es kann und wenn man denkt, man muss das machen, dann okay, ich mach's nicht. Ich mach's nicht, ich stecke lieber mein Geld in die neue Wohnung rein. Und bei meiner zweiten Wohnung werde ich definitiv schlauer sein und mal schauen. Ich fange jetzt mein drittes Bild an. Das ist das hier. Die anderen beiden sind schon fertig. Ich muss die nur noch ausschneiden und einen Bilderrahmen kaufen. Schatz, kaufst du mir einen Bilderrahmen? 3 Stück hätte ich gern. Kannst du das nicht selber? Doch, kann ich. Das mache ich jetzt und dabei gucke ich. Was steht da? Traumschiff, Surprise, irgendwas. Ja, dieses lustige Ding da. So Leute, mein Paket ist gerade angekommen von der lieben Clarissa. Und ich zeige euch jetzt, was ich bekommen habe, was richtig schön ist. Also, aufgemacht ist es. Hier ist ganz viel Pappe, Pappe, Pappe. Und hier ist es. Thank you. Och Mann, das hat sie so gut eingepackt. Das ist hier nämlich was Selbstgemachtes. Reißen wir mal einfach auf. So schön es auch ist. Dann haben wir hier einen Karton. Den jetzt nur noch hier irgendwie aufkriegen wäre fantastisch. Ach hier. Ich glaube, ihr könnt schon erraten, was es ist. Hier auch nochmal so süße Aufkleber mit Thank you. Und das ist es, Leute. Sieht das nicht schön aus? Das hat sie selber gemacht, mit Liebe, mit dem Rahmen und sowas. Also ich werde ihren Instagram-Account definitiv unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Und auf Anfrage macht sie auch sowas Schönes für euch.
So, der Bilderrahmen hat auch gleich einen Platz gefunden. Ich bin super begeistert. Ich bin stolz, das ist so mit Liebe gemacht. Das sieht einfach so schön aus jetzt. Ach Leute, so schön. Übrigens könnt ihr jetzt auch einen Bilderrahmen mit Lichterkette haben. Das ist ganz neu. Ich habe auch schon eins anfertigen lassen für meine beste Freundin. Und sie hat dann auch gleich eine große Bestellung aufgegeben. Also Leute, sie macht wirklich wunderschöne Werke. Übrigens macht sie auch wunderschöne Bilderrahmen für Neugeborene. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie es aussehen könnte. Super, super schön. Und ich wäre ja nicht Alina, wenn ich jetzt nicht für euch einen Rabattcode hätte. Ihr könnt, wenn ihr mich erwähnt, wenn ihr sagt, dass ihr von meinem Kanal kommt, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Das bedeutet, ihr müsst nur der lieben Clarissa schreiben, hey, ich komme vom Kanal Alina Berry. Und dann bekommt ihr auch schon eure 5% gleich, wo ihr sparen könnt. Könnt ihr sparen, meine lieben Sparfüchse hier, ne? Jetzt gerade ein bisschen auf dem Balkon. Da. Ein bisschen die Luft hier genießen. Ich darf ja nur auf Balkonien. Ich habe gerade eben Hula-Hoop-Reifen gedreht. Also ich mache das schon länger, als der Hype überhaupt da ist. Also wirklich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, ich habe damit angefangen in der ersten Klasse. Meine Mutter hat damals eingekauft gehabt und ja, dann habe ich angefangen damit zu drehen. Ich kann wirklich sehr lange drehen. Ich kann stundenlang drehen und mir macht das überhaupt nichts aus. Ja, ich habe da sehr viel Übung drin, deswegen, ich kannte das mit dem Hula-Hoop-Reifen schon wirklich vorher, bevor das mit diesem ganzen Hype und alle haben ja jetzt einen Hula-Hoop-Reifen und keine Ahnung was, also das ist für mich nichts Neues. Ja, ein bisschen frisch draußen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben jetzt schon 3 Filme geguckt. Ich bin jetzt gerade bei Fucky Goethe gelandet, bei dem ersten Teil. Ich habe den schon so oft geguckt, aber irgendwie immer wieder lustig. Wir haben jetzt schon 20 Uhr. Ich glaube, es passiert heute gar nichts mehr. So, ich bin jetzt reingegangen, um das Video zu beenden, denn draußen war mir das ein bisschen zu kalt. Aber bevor ich das Video beende, möchte ich noch jemanden grüßen, und zwar Cemre. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe deinen Namen sogar gegoogelt und auf Google übersetzt, dann wurde das auch Cemre ausgesprochen. Falls nicht, es tut mir unheimlich leid, fühl dich aber gedrückt und geküsst und geknuddelt von mir. Ich hab dich unheimlich lieb, ich habe alle meine Zuschauer unheimlich lieb. Und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, vielleicht wie bei mir, oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna...